Herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 35, Kirchen in Dessau, Zentrum. Ich fange ganz leicht mit der Petruskirche an, denn es ist die jüngste von den ganzen Kirchen, die ich euch heute zeige. Im Dezember 1897 spaltete sich die Johannesgemeinde. Es musste nun bald eine Kirche für die neu entstandene Gemeinde her. Die Gründe für die Teilung der Gemeinde und den Neubau waren durch den neu gegründeten Stadtteil um die Jahrhundertwende wurde die Johannesgemeinde extrem groß. Der Stadtteil hieß Dessau Nord. Baubeginn für die Petruskirche war am 10.06.1901. Bei den Ausschachtungsarbeiten wurden mehrere Skelette aus dem Befreiungskrieg 1813 bis 1814 gefunden. Sie fanden in der Mitte des Kirchenbaus ihre neue Ruhestätte. Am 18. September 1901 war dann Grundsteinlegung. Am 7.06.1903 konnte die Petruskirche als fünfte evangelische Kirche in Dessau der Gemeinde übergeben werden. So, nicht weit von der Petruskirche entfernt ist die katholische St. Peter und Paulskirche. 1854 bis 1858 erbaut. Im neogotischen Stil nach den Plänen des Kölner Dombaumeisters Vinzenz Datz. Gegründet wurde die Gemeinde schon 1697. 1904 bis 1912 wurde das St. Josef Krankenhaus, die katholische Schule und die Pfarrerei nach Osten erweitert. 1945 war die St. Peter- und Paulskirche sehr beschädigt worden. Sie wurde 1951 wieder aufgebaut. 1973 verließen die Grauen Schwestern Dessau und das Krankenhaus wurde nach Magdeburg verlegt. 1995 bis 1999 war nochmal große Sanierung angesagt. Dr. Matthias Hamann ist der aktuelle Propst und Pfarrer. Wir gehen weiter zu der ältesten Kirche in Dessau, der Marienkirche. 1506 bis 1523 von Ulrich Schmiedeberg erbaut. An der Stelle eines schon 1263 dastehenden Vorgängerhauses. 1540 bis 1541 war Einwölbung und Gewölbebemalung. 1783 wurde eine Gruft unter dem Mittelschiff angelegt für Fürst Leopold I. und seine Familie. 1780 bis 1784 waren nochmal Renovierungen des Inneren im gotischen Stil. 1945 wurde die Marienkirche vollkommen zerstört. 1954 gab es erste geringfügige Sicherheitsmaßnahmen durch Notbedachung des Turmes. 1990 war der erste Beginn des Wiederaufbaus des Turmes und des Kirchenschiffs nach der Wende. 1997 bis 1998 gab es Sanierungen des Kirchenbaus. Seit 1998 wurde dann die Kirche wiedereröffnet für die öffentliche Nutzung. Nicht weit von der ältesten Kirche hier in Dessau ist die zweitälteste Kirche, die Johanneskirche, am 15.08.1690 erbaut. 1702 wurde die lutherische Kirche St. Johannes eingeweiht. 1833 wurde der Turm durch einen Sturm zerstört, wurde später auf eine Etage aufgestockt. 1868 gab es eine erneute Einweihung, mit der sich das Innere auch stark veränderte. 1944 wurde die Johanneskirche durch Sprengbomben sehr zerstört. 1953 war das Richtfest. 1955 war dann die Einweihung der neuen Johanneskirche. 1990 war dann Einweihung der Eulenorgel. 1995 bis 1996 gab es nochmal Außensanierung an der Johanneskirche. Im Mai 2002 gab es ein 300 Jahre Johanneskirchenfest. 2009 wurde das Portal nochmal komplett erneuert. So, und jetzt noch als Zusatz zeige ich natürlich euch noch
die Pauluskirche, die sich in fast Dessau Süd befindet. Entstanden ist die Pauluskirche 1889 bis 1892. Entworfen wurde sie von Architekten Johannes Otzen. Besonders zu erwähnen ist der kleine schlanke Turm an der Nordseite, da er Mosaikbilder hat. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Pauluskirche natürlich auch ziemlich zerstört. Sie wurde erst 1982 bis 1985 wieder aufgebaut und saniert. Dabei wurden der Westteil abgetrennt und das Gemeindezentrum umgebaut. Ebenfalls wurde das Kirchenschiff verkleinert. Im Eingangsbereich schuf der Bildhauer Gedig ein Mahn- und Gedenkmal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen über Dessaus Kirchen zeigen und erzählen. Falls ihr noch Lust habt, mehr über die Kirchengeschichte zu erfahren, ich habe mich nun ziemlich kurz gefasst, könnt ihr natürlich auf den verschiedenen Internetseiten nochmal nachschauen. Die Links dafür setze ich euch natürlich in die Infobox. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und ansonsten könnt ihr euch ja noch mehr unterwegs in Dessau-Videos auf meinem Kanal anschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Tschüssi!